Während einige Mitglieder der Familie wollen ihr Leben im Rampenlicht sichtlich genießen, taten sich andere mit dem Leben in der Öffentlichkeit stets schwer. Dazu zählt neben Ex-Reality-TV-Star Jeremy Pascal Wolny auch seine Schwester Kalanta Wolny. Lange war die heute 22-Jährige fester Teil der Skipted-Reality-Doku von Mama Silvia Wolny. Doch es gab schon früh Hinweise darauf, dass die junge Frau unter der Aufmerksamkeit um ihre Person litt. So sei sie beispielsweise in der Schule gemobbt worden, wie sie einst in einem Interview enthüllte. Die Wolnys, lebt Kalanta Wolny nach Auszug bei Mason? Auch Streitigkeiten mit Silvia Wolny waren keine Seltenheit. Laut Kalanta steckte dahinter bereits ihr Wunsch, ausziehen und ein eigenständiges Leben ohne TV-Kameras zu führen. Der Konflikt zwischen den beiden Frauen erreichte seinen traurigen Höhepunkt, als Kalanta Wolny ihre Mutter öffentlich beschuldigte, ihr Töchterchen Kataleja wegnehmen zu wollen. Auch das Jugendamt soll involviert gewesen sein. Wie die Causa ausging, ist offen. Allerdings lebt das Kind, das Silvia nur Püppi nennt, mittlerweile bei ihrer Großmutter und Stiefopa Harald. Doch wo steckt Kalanta heute? Nicht einmal anlässlich Kataleyas viertem Geburtstag am 21. Dezember 2022 meldete sie sich zu Wort, so wie sie es in den Vorjahren noch auf Instagram getan hatte. Auch in Silvias großer Insta-Story rund um Püppi und ihren großen Tag kam die 22-Jährige vor. Wer glaubt, dass Kalanta im Hause Wolny Hausverbot hat, ist laut Silvia jedoch schiefgewickelt. Natürlich habe sie noch Kontakt zu ihrer Tochter, verriet sie vor einigen Wochen in einer Fragerunde in den sozialen Netzwerken. Ob das stimmt, weiß nur die Familie selbst. Kalanta Wolny noch mit Mason zusammen? Wohnt Kalanta nun bei Mason? Mit dem Vater ihres Kindes scheint die einstige TV-Bekanntheit nämlich noch zusammen zu sein. Es wäre nicht das erste Liebes-Comeback. Immerhin fand das Paar in der Vergangenheit nach diversen Trennungen immer wieder zusammen. Auch das gemeinsame Instagram-Profil, Kali-Mason-258, auf dem das Paar einst seine Liebe feierte, existiert noch. Der letzte Beitrag stammt zwar vom 22. Mai 2017 und ist somit sehr alt, allerdings hätte Kalanta Wolny das Denkmal ihrer Liebe zu Mason sicherlich offline genommen, legen die beiden im Clinch. Gut möglich also, dass sich die 22-Jährige bei Mason aufhält, mit ihm eine glückliche Beziehung fernab der öffentlichen Bühne führt. Zu wünschen wäre es ihr allemal. Kalanta Wolny scheint Beziehung mit Mason im Sommer 2022 bestätigt zu haben, und keiner hätt's bemerkt. Wer nun glaubt, diese Option sei ausgeschlossen, weil Kalanta im August 2022 auf TikTok eine kryptische Liebesbotschaft an einen ominösen A absetzte, der liegt daneben. Ich hab immer gedacht, Glück beginnt mit G. Aber meins beginnt mit A, schrieb sie. Und am Ende findet doch immer das zusammen, was zusammengehört. Wahre Liebe setzt sich durch, so Kalanta damals weiter. Dabei dürfte es sich durchaus um den Vater ihres Kindes handeln, da Mason bloß dessen Spitzname zu sein scheint. Unter einem Foto auf dem gemeinsamen Profil nennt Kalanta Mason nämlich Alex. Immer wieder geile Zeiten mit dir, Alex. Hab dich lieb, schrieb sie im Dezember 2016 unter eins der ersten gemeinsamen Bilder. G dürfte für Gino stehen, dem Mann, mit dem Kalanta während einer kurzen Trennung von Mason eine Beziehung führte. Mason alias Alex verriet im März 2021 in einer Fragerunde auf Instagram, er sei bereits seit 2015 mit Kalanta Wolny zusammen, alle Trennungsmeldungen seien in Wahrheit Unfug. Ist etwas kompliziert mit den Medien, weil die es etwas verdrehen. Ich und Kali haben viel durchgemacht und auch wenn mal Streit war, waren wir nie wirklich getrennt. Die Sache mit Gino sei nicht ernst gewesen. Gino und Kalanta waren paar Wochen zusammen, danach war Schluss.
Mason scheint also tatsächlich Kalantas große Liebe zu sein. Dass sie sich nach ihrem TV-Ausstieg bei ihm versteckt, erscheint plausibel. Immerhin hält Mason nach eigener Aussage nicht viel von den Wollnys. Mit Kali habe er Kontakt, mit der Familie nicht, erklärte er 2021. Baby, ich liebe dich so herbe. Wir schaffen alles. Du bist mein Leben, meine Liebe, meine Zuflucht, schrieb die 22-Jährige ihrem Liebsten 2018 unter ein Foto. Mason wirkt nach Kalantas Abnabelung von Mutter Silvia Wollny also wie die logischste Anlaufstelle. Thank you.